Dann schauen Sie einmal, wie sich beide Fahrer hier belauern. Eddie Enders jetzt in der unteren Position herüberfahren. Maximilian Levy, der Olympia Bronze in den Jahren 2008 und 2012 gewann. Der Weltmeister im Kajak von 2009. Und im Teamsprint hat er sich dreimal das Regenbogentrikot überziehen können im Jahr 2010. Und jetzt halten beide Fahrer das Glockenzeichen. Und jetzt muss ich noch einmal richtig aufhören, hier haben wir wieder Redetro. Maximilian Levy mit der Startnummer 55 an der ersten Position vom Team Erdgas 2012. Und jetzt kommt René Enders auf. Das Sprinterloch immer noch vorne ist es Maximilian Levy, der hier in diesem Block für sich entscheiden kann. Der Sieger der ersten Serie heißt Maximilian Levy.